So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Ich möchte hier kurz jetzt einen Rückblick bzw. eben einen Ausblick, wie jetzt die Wochenkerzen sich gestaltet haben bei den einzelnen Szenarien, weil die ganze Woche lief ja darauf raus, dass es eben ein Wochenreversal geben sollte. Und dieses trat jetzt eben auch ein. Doch zum Schluss kommt noch ein kleiner Warnhinweis. Aber jetzt schauen wir erstmal zunächst einmal den DAX im Wochenchart an. Xetra-Basis. Sauberer kann man hier eben gar nicht den EMA 200 treffen. Ich glaube, das ist wirklich, ja, punktgenau, Millimeter weiter nach unten ist der Kurs noch einmal gegangen. Und dort hat er dann eben gedreht. Schauen wir hier auf dieses Chartbild, was ja schon länger mitlief. Nochmal hier zu erklären, was idealerweise hätte halt hier schon die Aufwärtsbewegung starten können, aber es war eben auch noch der Tenor, dass es hier nach unten gehen kann und von dort aus eben dann die Erholung. Und im Endeffekt haben dann die US-Werte, die großen, wie jetzt eine Amazon oder auch eine Google oder eine Microsoft, mehr oder weniger den Weg, einen großen Hinweis halt gegeben, dass halt noch was fehlt. Oder beziehungsweise halt einfach die Ansteuerung des EMA 200 im Wochenchart, der lief ja auch hier. Also der DAX und der S&P 500 Index exakt auf diese Linie heran. Das ist schon ja eine kleine Besonderheit und die Zuhörer waren eben die ganze Woche auf dieses untere Szenario halt auch noch drauf eingestellt, dass es jetzt halt wirklich kommt. Ja, wie ich im Text geschrieben habe, so ein Ausverkaufstag am Mittwoch war eben nötig, um auch viele rauszukegeln, um viele auch vielleicht noch auch gedanklich wieder auf viel weitere Kurse, beziehungsweise überall anders hat man ja Crash-Szenarien genug gehört. DAX fällt auf 8000 oder sonst was. Ich versuche halt erstmal nur den nächsten Move herauszufiltern und deshalb wird auch jetzt mein Ausblick im Moment nicht ganz so positiv sein, aber deswegen ist jetzt erstmal wichtig, die Wochenreversals stehen. Da kann jetzt klar, Amerika hat noch nicht ganz geschlossen, wir haben 19:17 Uhr, aber hier kann es vielleicht höchstens, ja, sage ich mal, jetzt wirklich weit aus dem Fenster gegriffen werden. Ja, unter 1890 denke ich mal nicht, dass der Index schließt und da, egal wo er jetzt also schließt, 10 Punkte entweder aktuell auf dem Niveau noch höher oder eben 10 Punkte tiefer, das ist einfach eine astreine Reversal-Kerze. Schauen wir eben dann die Setups an, die ich auch halt Anfang der Woche begleitet habe, ist eben nochmal ganz kurz die Springer AG oder SE, Axel Springer. Es passt, mehr braucht man da nicht sagen, der die Videos kennt, das ist jetzt eben nur eine Wiederholung, aber ich wollte es halt nur kurz auch den anderen Leuten vielleicht präsentieren, die das Video dann sehen. Also hier ist alles darauf ausgelegt gewesen, dass hier dieser EMA 200 hält. Gehen wir noch schnell weiter. Hier ist die Dürr. Auch hier immer wieder die Wiederholung. Hier war nicht ganz unten der EMA angelaufen, weil er auch hier davor nicht lief. Der Kurs nicht an diesen hinlief. Hier eine Continental war diesmal hier. Nur der Rainbow-Unterkante, aber auch exakt dort dann gedreht. Bei der Daimler-Aktie, ja, die hat ein bisschen hier, sage ich mal, eher enttäuscht, hat sich aber auch auf Wochenbasis deutlich zurückgekämpft. Aber hier habe ich ein bisschen mehr erwartet. Die Bayer AG lief da dagegen perfekt, ja, hat schon deutlich zugelegen können. Und was auch noch sehr gut lief, war die Heidelberg Zementaktie ist dann an das Kursziel direkt rangelaufen und leicht abgeprallt. Kursziel wäre auch leicht
weiter unten gewesen, aber hier ist jetzt eben war mal eine Unterstützung, ist jetzt halt ein Widerstand, deswegen war da drüben über diesem Kurs war eben nicht unbedingt das kurzfristige Kursziel und würde auch der Kurs nicht höchstwahrscheinlich auch nicht drüber gehen. Hier wäre der Spitzenreiter heute eben auch die Apple AG oder Apple Incorporation, nicht AG. Was kann man sagen? Hier direkt an der Unterstützungszone im Wochenchart ein Hammer. Auch jeden Tag fast präsentiert. Und eine Amazon-Aktie, das zweite Kauflimit. Ich meine, gut, das war jetzt halt Glück. War wirklich 10, 20 Cent über dem Tief. Und der Wochenchart, ja, sieht auch aus. Aber hier ist, dürfte eben auch spätestens bei 620 zu Ende sein. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich melde mich am Wochenende wieder. Achso, wegen dem Fazit noch. Man darf nur nicht. Jetzt versagt nur meine Stimme gerade wieder. American Express und General Electric haben heute eben Gewinnwarnungen präsentiert und die darf man definitiv nicht ignorieren. Wenn zwei Marktführer oder relative Marktführer solche Ergebnisse pressieren, da weiß man, dass man in der Berichtssaison noch größere Schwergewichte, wahrscheinlich Probleme bekommen werden. Aber ich schaue auf die Charts und die Wochenkerzen stehen. Und der Rest gibt es am Wochenende. Danke, tschüss.